Ein neuer Tag, ein neuer Part von Super Mario Eclipse. Ja, wir sind hier immer noch in Air to Rock, immer noch im zweiten Level. Allerdings hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir das zweite Level überhaupt schon schaffen können, weil uns fehlt auf jeden Fall da hinten die Raketendüse. Daher werde ich Air to Rock auf jeden Fall jetzt mal wieder verlassen und nach Piazza Delfino zurückkehren. Finde ich immer noch cool gemacht hier mit dem Weg. Wir wollen hier Monte Bianco freischalten, zwar in der Hoffnung, dass wir die Raketendüse freischalten. Und auch an sich bin ich einfach gespannt, ob das hier einfach ganz normal Monte Bianco ist oder ob sich auch da irgendwie ein bisschen was geändert hat. Alle Sachen, die im normalen Spiel sind, oh lol, wir haben jetzt eine Anzeige bei ihm. Das mit der Anzeige finde ich mega cool. Aber was ich sagen wollte, alles was so das normale Mario Sunshine ist, werde ich halt relativ schnell zusammencutten. Denn ich glaube, wir sind alle für die neue Mod hier und wollen dementsprechend auch die neuen Level sehen. Und das sieht nach einem ganz normalen Level aus. Hier mit dem Schleimgegner da vorne. Das Gute ist, das Level kann man skippen. Wir können nämlich direkt hier hoch. Denn hier oben auf der Windmühle wartet schon direkt der nächste Boss auf uns. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann haben sie auch einige Bosskämpfe geändert. Mal gucken, ob der hier der normale ist. Ja, dann wollen wir hier gar nicht viel Zeit verschwenden und ihn hier einfach besiegen. Mal schauen, wie es hier in den Sub-Areas aussieht. Aber die wurden scheinbar auch nicht verändert. Nö, ist das ganz normale. Ah, wollen hier ja trotzdem nicht sterben. Bin ich dumm? Und jetzt sehe ich auch, wir haben Leben. Ich glaube, in der letzten Episode habe ich gesagt, dass ich Leben ausgestellt habe. Dem ist scheinbar nicht so. Aber ja, das Level hier eigentlich gar kein Problem für uns. Holen uns hier sogar nochmal das ab. Und die nächste Insignie. Auch die roten Münzen sind genau am gleichen Fleck. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass hier alles viel, viel dunkler ist. Aber das gehört zu der Mod mit dazu. Weiß nicht, ob es immer heller wird, je mehr Insignien wir sammeln. Aber das Ganze hier alles gar kein Problem. Aber wir bleiben hier in dem Level. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Da vorne ist noch eine Höhle. Haben wir hier etwa eine weitere Sub-Area? Okay, okay. Lol. Sind wir in Corona Mountain? Es scheint ganz so. Hier ist ein Kerker. Alter, ich bin richtig gespannt, was hier so kommt. Lol. Was ist denn das hier? Von da sind wir gekommen. Hier geht es scheinbar auch längs. Aber ich glaube, hier kommen wir nur wieder raus, ne? Ja, das ist der Ausgang. Also der normale Eingang zu Corona Mountain. Alright. Scheint, als hätte es eine Bedeutung gehabt, dass wir nicht aus dem Level geschmissen wurden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber wir sehen ja auch noch nicht so viel vom Level. Hier ist auf jeden Fall eine blaue Münze. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir da oben rankommen. So nicht. Ich würde es mal mit dem Spin-Jump versuchen. Ja, sind schon höher. Oh, versuchen wir das Ganze mal mit dem Triple-Jump. Ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Sehr schön. Das war mir wichtig, dass wir die Münze mitnehmen. Da oben ist auch eine Wolke, aber da kommen wir safe noch nicht ran, oder? Aber da hinten ist die Raketendüse. Ich hoffe, damit schalten wir sozusagen die Raketendüse überall frei. Ich glaube allerdings nein. Hier wollen wir auf jeden Fall einmal hoch. Okay. Haben die Münze. Und da vorne ist auch eine blaue Münze. Sehr schön. Kriegen wir auch gleichzeitig die in der Mitte hier? So nicht. Aber von hier sollten wir die erwischen können. Ah, ich bin zu weit gesprungen. Jetzt haben wir sie. Bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Guten Tag, Wanderer. Das hier ist der Feuerschrein. Scheinsbalds wurden hier in dem Lavapool unter dem Vulkan geboren. Wenn die Sonne hier runter auf den Altar scheint und auf der Insel Balance und Frieden herrscht, wird eine neue Insignie aus den Flammen hervorkommen. Es gibt insgesamt 239 Scheinsprites und die nächste könnte jederzeit erscheinen. Okay, das heißt, hier müssen wir wiederkommen, wenn wir alle 239 Insignien gesammelt haben. Hier soll es auf jeden Fall 10 blaue Münzen geben. Und bis jetzt halt noch keine Schein. Ist die Frage, wo die anderen blauen Münzen sind. Okay, mit unserer Raketendüse können wir halt nochmal schauen, ob wir hier irgendwo raufkommen. Jo, und hier ist die nächste blaue Münze. Vielleicht auch irgendwie eine da oben drauf? Ja. Die haben wir auch. Auf der anderen Seite ist auch eine. Sehr schön. Da vorne sehe ich noch eine. Die hier oben, die habe ich gesehen. Ups. Wie viel haben wir jetzt? Ach, es fehlen nur noch zwei. Ach, da ist eine. Kommen wir auf 9. Jetzt will ich die letzte auch noch finden. Hier drunter wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre zu gemein. Manchmal muss man hier die Flammen immer erlöschen. War zumindest in Lido Sirena so. Scheint hier auf jeden Fall noch nichts gebracht zu haben. Ich weiß nicht, war ich da oben schon drauf? Also auf den hier? Nein. Da ist die letzte. Okay, damit haben wir hier alles geholt, was wir holen konnten. Ja, und dann würde ich sagen, können wir das Ganze hier auch wieder verlassen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Gibt auf jeden Fall jetzt einen Ansporn für uns, dass wir nochmal alle Insignien holen. Sprich auch alle blauen Münzen. Oh mein Gott. Das könnte sehr, sehr anstrengend werden. Wollen hier weiter mit dem fünften Level machen. Ah lol, hier sind schon wieder alle roten Münzen auch immer noch vorhanden. Aber wir wollen ihn besiegen und nicht wieder rote Münzen holen. Aber gerade diese Mischung aus neuen Sachen und alten Sachen gefällt mir mega, mega gut eigentlich. Da hat man immer so Parts, wo man weiß, was man machen muss. Und entdeckt trotzdem immer wieder was Neues. Sehr, sehr cool. Könnte man echt denken, dass es Part des Spiels wäre. Dürfen hier die nächste Sub-Area spielen. Diesmal hoffentlich ohne runterfallen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ist auch, glaube ich, eine meiner liebsten Sub-Areas.
Außer der Part da oben, der ist halt wirklich hart. Aber ich finde, irgendwie hat die was. Vor allem, weil sie halt auch einfach in der ersten Welt ist. Und dann so ein hartes Ding hier oben. Hier muss man schon wirklich gut mit der Steuerung vertraut sein. Denn ohne Flat ist Mario Sunshine wirklich, wirklich anders. Dafür muss man einfach Sunshine mal selber gespielt haben, um zu wissen, was ich meine. Das sieht hier wirklich mega easy aus. Aber glaub mir, so einfach ist es tatsächlich gar nicht. Und dann treffen wir zum ersten Mal in einer Welt auch tatsächlich hier auf Mario Morgana. Das mit der Anzeige gefällt mir richtig, richtig gut. Weil sonst hat man nie eine Ahnung gehabt, wie lange man ihn jetzt wirklich noch treffen muss. Beziehungsweise wie oft. Und ach, was soll's, dann schließen wir Monte Bianco auch noch ab, indem wir hier die 8 Münzen holen. Ja, parallel zu dieser Mod, die mir wirklich, wirklich gut gefällt, zocke ich in meinen Shorts auch Super Dude Sunshine. Einer Kaizo-Mod für Mario Sunshine. Da gibt's keine neuen Level. Man spielt immer wieder die alten. Allerdings sind die Level halt hart abgeändert. Dementsprechend gibt es hier zum Beispiel einfach keine Seile. Die Münzen schweben hier alle in der Luft und man muss trotzdem die 8 Münzen holen. Was wirklich, wirklich hart ist. Aber das macht diese Mod halt eben auch aus. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Okay, und wir bleiben hier wieder in dem Level. Allerdings gibt es hier in Monte Bianco auch nur 11 Shines und 30 blaue Münzen. Das ist normal. Dann holen wir uns hier nochmal die roten Münzen. Haben dafür 1 Minute 30 Zeit. Aber zum Glück auch die normale Düse. Bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Münzen hier überhaupt waren. Aber ich glaube, wir sollten eigentlich keine übersehen können. Die ist wichtig zu holen, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, die irgendwie noch zu erwischen. Gleiches gilt für die hier. Ah, und wir fallen runter. Warum spiele ich denn die Sub-Areas momentan so kacke? Das hat echt keinen Grund, hier runterzufallen. Okay, und jetzt muss ich auch mal langsam hier ein bisschen auf die Zeit achten. Ich meine, sollte locker machbar sein. Haben, glaube ich, noch 14 Sekunden Zeit gehabt. Okay, noch 12. Trotzdem mehr als genug. Ja, und damit können wir Monte Bianco verlassen. Ah, lol, wir kommen hier gar nicht aus dem Menü raus. Wir müssen Monte Bianco hier auf diesem Weg verlassen. Und ich bin jetzt gerade mal im Durchgang. Hier gibt es 9 Shine Sprites. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier irgendwann das Gitter aufmachen. Alright. Wir wollen aber nach Piazza Delfino und einmal den Hafen hier freischalten, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass wir die Raketen hier so freischalten müssen. Und die kriegen wir halt erst, wenn wir hier im normalen Spiel weiterkommen. Aber hier kommen wir scheinbar rein. Rico Harbor Station. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wo sind wir hier? Wir sind an dem Bahnhof. Hey, du bist der Typ von den Gesucht-Postern. Und der schmeißt mich weg. Lol. Jetzt sind wir wieder in Rico Harbor. Nö, wir gehen hier nochmal wieder rein. Also mega cool gemacht, ne? Aber was sollte denn das? Macht der Kleine das auch hier? Mein Vater hat gesagt, er kommt diese Woche zurück. Er ist immer so beschäftigt. Er arbeitet auf Warship Island. Er hat mir erzählt, ich soll niemandem etwas davon sagen. Aber da ist eine geheime Basis. Wenn ich ihn treffen sollte, dann sag ihm doch bitte, dass ich ihn liebe. Oh, wie süß. Machen wir. Wir haben gerade eine neue Fuhre von Dorians aus Yoshis Dorf erhalten und sollen sie in die großen Tanks da unten laden. Fühlt sich wie verschwendete Zeit an. Mein Rücken wird mich killen nach dem Shit. Frage ist, können wir mit dem Zug hier schon irgendwas machen? Auch hier gibt es 9 Shines. Sind wir in der gleichen Area wie vorhin? Oder haben einfach beide 9 Shines? Wir können hier auf jeden Fall nichts machen. Ja, ich würde sagen, wir könnten entweder wieder hier durchgehen oder uns nochmal runterwerfen lassen. Mann, Mann, Mann. Dann spielen wir mal diesen Bosskampf hier. Ja, aber der Bosskampf ist easy. Wenn ich hier mal seine Nase erwische. Hey. Ja, wir haben ihn. Dürfen anschließend hier ein paar Blooper surfen. Ab rein hier. Und hier natürlich das Rennen gewinnen. Ah, wäre ich fast reingesprungen. Gefühlt sind die einen Tick schneller als im normalen Spiel, oder? Täuscht mich das. Nee, die sind safe schneller. Machen hier eine 28,42. Ich glaube, so schnell bin ich normalerweise nicht. Holen uns hier anschließend die eingesperrte Insignie. Easy. Bleiben im Level und kommen hier in den Leuchtturm. Nächste Sub-Area. Hier würde es mich wundern, wenn ich die First Try schaffe. Die kriege ich eigentlich nie hin. Immer erst so im dritten oder vierten Versuch. Würde behaupten, sie ist eine der schwersten. Gerade wegen den Dingern hier. Wie oft ich hier schon runtergeflogen bin und keine Ahnung hatte, warum. Diesmal schaffen wir es aber. Ah, aber der sah nicht gut aus. Doch, wir retten uns. Das war echt kein guter Sprung. Wir müssen hier nur noch über den großen laufen. Einmal auf den kleinen hier springen. Und schon sind wir da. First Try. Kämpfen dann erneut gegen den Blooper hier. Ist beim zweiten Mal auch kein Problem. Wir sind damit schon bei 19 Insignien. So, holen uns jetzt nochmal hier die 8 roten Münzen. Ah, ich hätte nicht den schnellsten nehmen sollen. Der ist so viel schneller. Ich würde behaupten, der gelbe reicht auch. Ja, das ist mein Tempo. Damit kann ich umgehen. Und einmal die Insignie holen. Treffen auf den nächsten Mario Morgana. Und auch der sollte gar kein Problem sein. Hätten ihn eigentlich schon längst haben können. Aber dafür holen wir uns ihn jetzt. Mal gucken, ob wir hier im Level bleiben. Nee, wir kommen ins 8. Level. Ja, und das 8. Level können wir hier halt auch noch nicht machen, weil wir noch keinen Yoshi haben. Allerdings soll es das auch mit der Episode gewesen sein. Gab hier keine neue Welt für uns. Haben hier viele alte Insignien geholt, aber auch ein paar neue Orte gesehen. Ich hoffe, wir schalten bald die Raketendüse frei. Vielleicht ja schon in der nächsten Episode. Wie immer, hau dir rein und bis zur nächsten Folge.